Attention, all proud warriors. Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities and, of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay, then. Listen carefully. To maintain safety here, in Canton City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time Patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Canton City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your mission safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol. Ja, liebe Leute, sorry, gerade der Sound weg war, wegen, ich musste kurz raustappen, um mein Mikro wieder zu aktivieren. Und ich musste es auch nochmal raustappen, nochmal so für mich, weil ich merke gerade, meine Musik ist noch zu laut. So, mal ein kurzes Vorwort zu diesem Let's Play. Aber betrifft nur jetzt diesen Part hier gerade. Ich weiß nicht, was passiert ist und warum, weshalb, ich kann es euch nicht erklären. Nur gab es gestern ein kleines Dilemma mit dem Part. Ersten Part, irgendwie lässt er sich nicht mehr auffinden. Vielleicht habe ich ihn vergessen zu rendern oder vielleicht ist er plötzlich doch ganz futsch gegangen. Auf jeden Fall ist er nicht mehr dazu wieder aufzuerfinden. Deswegen nehme ich diesen Part hier gerade wieder neu auf. Und ja, bevor ich besser erklären kann und ich übertönt werde von dieser Musik, was mir auch in den nächsten ganzen folgenden Parts auch aufgefallen ist, darum bitte ich um Entschuldigung, dass ich nicht immer die gute Kontrolle habe hier über Ingame-Sound und Stimme. Deswegen ich auch bei den meisten Parts manchmal nicht so richtig zu verstehen bin, da ich ja manchmal vom Spiel übertönt werde. Wenn ich hier aber kurz aus einem persönlichen Grund, den möchte ich auch gerne erklären, jetzt kurz einen kleinen Schnitt machen, weil ich möchte auch direkt damit ja auch die Aussage, die ich im nächsten Part mache, ein bisschen korrigieren, da ich in dem Part ja erwähne, ich hätte einen Charakter, der glaube ich Level 49 war oder sonst was. Densha ist auf diesem Part nicht mehr existent, sowieso, ist klar. Ich habe einen Char, der schon auf Maximum Level ist. Auch auf den aktuellen Patch noch zu weisen, musste ich auch noch hinzufügen, er ist auf Level 99. Und ich habe auch noch ein paar Charaktere hier drauf, die ich gerne unter Verschluss halten möchte. Weil Grund ist einfach, dass es privat. Aber bevor ich weiter auf den Punkt drauf zugehe, mache ich jetzt kurz einen Schnitt und wir sehen uns dann direkt bei der Charaktererstellung wieder. Bis gleich mal eben. So, eigentlich haben wir noch so eine kleine Übersicht von Slots, wie viele Charaktere wir erstellen können. Aber wie gesagt, da ich ja aus privaten Gründen nicht zeigen will, wen ich alles habe, bin ich jetzt hier rüber gesprungen. So.
wie kann ich euch das erklären, ein bisschen mit der Charakterstellung? Also, wer so Spiele kennt, so wie in der Richtung wie World of Warcraft, League of Legends oder so in die Richtung. Auch so sind die Charaktere aufgebaut. Wir haben einen Supporter hier, wir haben Fernkämpfer, Nahkämpfer am besten. Und auch einen Tank, das sind ja die Namakianer hier. Die ja wenig Angriffskraft, aber hohe Gesundheit. Die gelten so gesehen als Tank in den Kampfszenarien. Wozu das gut ist, um so, sagen wir mal so, um ein bisschen mehr zu verdeutlichen, so ein bisschen die Kampftaktiken, wenn man beispielsweise gut in einem Team spielen möchte. Eignet sich dafür, sagen wir so, ey, ich gehe jetzt Tank, okay, ich gehe dann Fernkampf, wie, glaube ich, das war der Freezer-Clan. Hohes Tempo, aber niedrige Gesundheit. Ausdauer steigt bei Angriffen, Tempo steigt mit niedriger Gesundheit. Mit den Freezer-Clan kann man, glaube ich, sehr gut, von Ferne lieber mehr angreifen. So spiele ich ihn ja meist immer, mit Fernattacken meist. Dann gibt es auch den Erdling, ausgeglichene Statistiken, Offensive und Defensive. Key fühlt sich automatisch, Angriff steigt bei maximalen Key. Ich denke mal, die sind, glaube ich, so dieses beides, so diese Hybriden. Dann haben wir halt hier Kriegerstamm, wenig Gesundheit und hohe Angriffskraft. Also kann man schon sehr sagen, die Damage-Dealer hier. Und ich nenne die jetzt einfach mal Supporter. Ich habe Majin nie viel mich drin damit auseinandergesetzt, deswegen... Falls ich hier jetzt gerade was falsch aussagen möchte, dann tut es mir leid. Wie gesagt, ich habe mich mit Majins nie groß auseinandergesetzt, weil die mich nicht groß interessiert hatten. Auch wenn die weibliche Majin auch eigentlich sehr ganz knuffig aussieht, muss ich ja auch mal so sagen. So, ich werde für mein Let's Play, was im nächsten Part ja ein bisschen sich jetzt von diesem Part ja wie gesagt unterscheidet, da ich ja einen Neuaufnahmen mache hier gerade. Keine Sorge, die nächsten Parts sind alle da. Wie gesagt, es ist der erste Part, der ja nur fehlte. Wir haben natürlich wieder einen männlichen Saiyajin. Ja, und ein kleines Vorwort möchte ich noch dazu geben. Was ist mit meinem Charakter aus Teil 1 geworden? Ja, ich sag mal so. Das wird sich in der Story selbst erklären, was aus ihm geworden wird, ist... ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr von Xenoverse 1 auf Xenoverse 2 übergeht, tut euch damit einen guten Gefallen und rüstet euren Hauptcharakter, den ihr mitnehmen wollt, gerne, weil es ist möglich, ja, Dinge mit rüberzunehmen zu Teil 2, außer, ich sag's extra nochmal, außer Transformationen. Wie jetzt beispielsweise, die jetzt mit dem Wort Transformation jetzt anfangen können. Für die Doofen erkläre ich es gerne nochmal extra. Die gerne so ein Saiyajin haben, der Super Saiyajin wird und so. Oder Potenzial ausschöpfen für die menschlichen Charaktere. Das ist ja diese Form, die ja Son Gohan annimmt, diese Mystic-Form. Die kannst du nicht mit rübernehmen, weil hier diese Transformationen sich hier sehr, sehr stark bearbeitet worden sind und sich sehr stark von The Cinebus-Teilen sehr, sehr unterscheiden. Man kann aber Fähigkeiten mitnehmen. Ich hatte mit meinem letzten Charakter, den ich auf Cinebus hatte, Gaku war das ja, mit dem hatte ich ja die Urknall-Kamehameha mit rübergenommen und so etc. Und auch schon die Key-Aufladung, maximale Aufladung, die kann man auch mit drüber nehmen. Die hatte ich auch gehabt, direkt zur Verfügung, ohne die aufzufarmen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, bin mir jetzt da ein bisschen unsicher bei dem Punkt. Ich glaube, es gab auch, glaube ich, ein paar Superfähigkeiten, die, glaube ich, nicht mehr hier mitgenommen werden. Aber ich kann auch sagen, dass ich mich jetzt auch da wieder irre. Wie gesagt, da müsste ich mich dafür entschuldigen, weil es ist verdammt scheiße lange her, dass ich den Teil jetzt hier wieder spiele. Dass ich das aufgenommen hatte, das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Ja, dann jetzt lade ich die Videos so. Ich weiß, ich bin ein Held. Aber gehen wir weiter auf das Aussehen hinüber. Es wurden, ja... Die Größen kennen wir ja noch alle. Körpertypen und so. Was neu ist, sind ein bisschen... Wir haben noch ein paar neue Frisuren hier, weil die hatten wir ja nicht bei Cinebus 1. Ein paar neue Frisuren sind ja dazugekommen, ein paar nicht. Ein paar kennen wir ja noch aus dem Vorteil her. Das ist übrigens die Frisur, die mein Hauptschar jetzt trägt, später im laufenden Teil. Ich werde den jetzt erstmal die Frisur verpassen, die er in den kommenden Parts hat.
ich möchte noch anmerken, dass er in den folgenden Parts sich immer mehr und mehr verändert auch so, weil ich immer meine, okay, das gefällt mir nicht, die Frisur, weil ich möchte schon, Gründe dafür sind einfach, ich möchte einfach, dass mein Charakter sich sehr stark von den anderen unterscheidet. Deswegen sieht er hier so, habe ich ihn diese Verpaske hier mit dem Namen im Charakter. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Name noch trägt, da bin ich mir jetzt unsicher. Ich lasse sie jetzt mal so, wie die ist. Pupillen. Ich weiß nicht, ob er jetzt normal hat oder einfarbig. Lasse ich jetzt mal so. Wie gesagt, nicht wundern, ob mein Charakter im nächsten Part anders aussieht, weil da sind die normalen Aufnahmen, die ich mal gemacht hatte. Ich versuche jetzt noch ein bisschen so einzustimmen, dass er genau passend zu den kommenden Parts wirkt. Ich muss jetzt gerade nur überlegen, welche Farben der normal hatte. Gott, ich hatte ihn hier gelb gemacht. Die habe ich weiß gelassen. Die habe ich wieder gelb gemacht. Ich passe das nur eben mal kurz die Farbe nochmal an. Relativ viele Variationen auf jeden Fall. Es gibt auch viel mehr neue Klamotten auch noch, wohlgemerkt, ja, in diesem Cinnabar-Style. So, Name, Stimme, wartet mal kurz. Ja, hört sich super an für den Charakter. Wow. Ich gucke mal, was die Stimme, die ich hatte. Und ich hoffe, dass man denselben nochmal hier mal anwenden kann. Mein neuer Charakter, der jetzt rumlungert, heißt ja Tico oder Taiko. Der unterscheidet sich sehr stark und so. Es gab auch, wie gesagt, auch ein paar gewisse Änderungen. Wenn ich gleich auf der Map bin, werde ich die gleich auch noch direkt mal kurz erläutern. Aber ich werde jetzt erstmal kurz hier zum Spielbeginn machen. Nein. Oh, verdammt. So. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen kurz ins Spiel rein. Werde noch ein paar Dinge erklären, dann mache ich den Party auch zu Ende. Damit ich so, sagen wir mal, zum zweiten Part übereinstimme. Ich entschuldige mich mal zum Vorfeld nochmal für dieses Dilemma, aber wie gesagt, das ist leider doof gelaufen. Aber will man machen. Dann mache ich eben schnell nochmal eine Neuaufnahme. Ist ja zum Glück ja nur der erste Part nicht mittendrin. Das wäre ja noch kritischer. Wegen den Speicherdaten. Und ich bin jetzt, dafür ist mir ja viel zu forsch, die Speicherdaten nochmal zu löschen. Und die für die Klamotten, die ich da hier alles erledigt habe. Das wäre mir zu extrem. So, bestätigen wir jetzt erstmal. Ich mache es auch Tuchfühlung. Ich bleibe hinten und feuere von dort nah oder fern. Ich halte Balance. Das ist immer mein normaler Kampfstil, den ich immer mache, weil ich bin so nur nah oder fern, greife ich immer an. Bin halt so der gewisse Allrounder. Wie gesagt, folgende Änderungen sind auch hier im Spiel aufgetreten, nicht mehr mit meiner heutigen, damaligen Aufnahmeversion, da es ja viele Patches gab. Da haben es noch ein paar kleine Änderungen gegeben, aber dazu später, nach der Sequenz. Future.
the legendary Super Saiyan has shown up. How very unsavory. Allow me to continue my vengeance. Vegeta! What? I finished that training armor you asked me for. I found some wonderful material, so it should fit you like a glove compared to the old stuff. That's right. I made some state-of-the-art armor for my hard-working husband who doesn't even have a real job. I'm such a caring wife, aren't I? Oh, come on! Ugh, every day it's training, training, training! Are all Saiyans like this? For goodness sake! Ugh, you really know how to tick me off. Maybe I should just throw a huge birthday party. Not that it's anyone's birthday. One incoming report. Upon assessment of the situation, I have concluded that... Just wait 1 minute. What was that for? You've been specifically chosen for that critical mission. Now go out there and do it. Why? Thank you.
been chosen for that big mission. Congrats! Time has graciously appeared to give you her best wishes, after all. I mean, really. Don't you think you're being a bit cold? Oh, so you're looking for the old man. When he heard you passed the test, he went off somewhere in a hurry. Why don't you go and look for him? You know what? I'm pretty sure that he was the happiest to hear about your success. So, da sind wir jetzt auch wieder zurück im Spielgeschehen. So, ich glaube jetzt... Ah, okay, die Musik ist geblieben, wenn ich einen neuen Charakter mache. Also sprich, sie ist anders. In der Standardversion, weil ich hätte eigentlich eine ganz andere Map-Musik. Alter, man ist in die Richtung gerannt. Er könnte auf dem Weg zu dem Gebäude mit dem blauen Dach gewesen sein. Jemand muss doch was gesehen haben. Du solltest dich mal umhören und beeil dich. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du kannst Luke noch nicht einsetzen, auch wenn du es Alik hast. Ich habe gesehen, wie du geflogen bist. Das passiert nicht nochmal. Es ist gefährlich, da draußen einfach so herumzufliegen. Du brauchst eine Fluglizenz, bevor du zu Canton City fliegen darfst. Nein. Das brauchen wir uns jetzt nicht durchlesen. Karteninformationen. Ja, man sieht auch hier... Man kann hier... Man hat hier sprich ein großes Feld, im Gegenteil zu Cinnabus 1, wo man nur so ein paar kleine Felder, wo man nur einen Kreislauf tut. Hier hat man eine richtig schöne, gute Map hier, wo man richtig sich frei bewegen kann. Außer jetzt mit dem Fliegen, ja, ich weiß. Aber man hat jetzt auch ein Gefährt. Das ist übrigens, habe ich so bekommen. Na, wer erinnert sich noch an diese Steinsäule? Wer ist damit geflogen? Ein geiles Teil, ey. Ich könnte damit immer rumdüsen. Hui! Hoppala! Gibt auch variable Transportmittel, mit denen man so rumfliegen kann, aber der ist und bleibt mein Favorit. Ich weiß nicht warum. Ich finde den cool. Was sieht man nicht alle Tage? Eine schwebende Steinsäule. Auch wenn er jetzt gerade mit den Füßen nicht so synchron draufsteht, aber sieht nice aus. Hui! Nein! Also diejenigen, die das am liebsten machen wollen, man kann leider keine NPCs damit rammen. Leider muss ich euch enttäuschen. Ja. Es gab, in heutigen Patch auch so, was ich ja mitbekommen habe, ein paar Änderungen, auch auf der Spielmap, die man später, also meine Aufnahmeversion ja leider nicht so mitkriegt. Beispielsweise auch der Dragon Radar, wenn man, wer sich noch an Cinnabus 1 erinnert, konnte man hier auch Dragon Balls suchen. Der Dragon Radar wurde hier auch bearbeitet. Man hört jetzt auch, die gewissen Dragon Balls auf den Dragon Radar. Also wenn man sich in der Nähe eines Dragon Radars befindet und auf den Radar sieht, wird man halt mit einem familiären Ton benachrichtigt die ganze Zeit, dass du Nähe des Dragon Balls bist. Ist eigentlich ein gutes Feature, wenn man nicht so auf den Radar gucken möchte, aber auf deutlich, für mich persönlich ist gerade ein bisschen leicht nervig. Erinnert mich ein bisschen an das Spiel Legend of Zelda, wenn man nur das letzte Herz hat und die ganze Zeit mit so einem Ton genervt, zu Tode genervt wird immer. Dieses Didit, Didit, genauso ähnlich fühle ich mich dabei. Ich hoffe, man kann so etwas ausschalten. Schlau gemacht habe ich mich jetzt noch nicht, weil ich mache jetzt gerade eigentlich mal schnell die Aufnahme. Damit ich halt zeitlich alles nicht hinkriegen kann. Wie gesagt, die Map ist groß. Man kann überall hin. Hier. Außer jetzt diese komischen fliegenden Plattformen, die man hier sieht. Da kommt man erst später, aber da werde ich auf den späteren Parts noch zu drauf kommen. Sprich erklären, deswegen muss ich nicht alles jetzt mal hier neu erzählen, weil ich halt eh später wiederhole. Hier auf dem Boden, wie man jetzt zum Beispiel diese blaue Kugel da sah, das sind Items, die man hier aufsammeln kann. Ich hoffe jetzt auch nicht, dass ich mich hier jetzt auch wiederhole und so, mehrmals in den Parts. Wenn das jetzt wirklich der Fall sein soll, bitte ich um Entschuldigung. Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, dass ich hier in dem Part nochmal alles erklärt habe und nichts vergessen habe. Es gibt Posen übrigens hier, wenn man beispielsweise auf dem Multiplayer-Server ist, um mit anderen Leuten halt zu kommunizieren hier. Winke, winke und so, etc. Man hat erst am Anfang... Oh, 51? Oh, ich habe sogar die... Oh! Hat er doch übernommen für die anderen alle? Oder sind das jetzt...
Warte, muss mal kurz nach den Zahlen schauen. Wenn ein paar Zahlen fehlen, dann kann es ein paar nicht erst noch freigeschaltet werden müssen. Tatsächlich, ich habe auch schon alle. Okay, bestimmt liegt daran wegen dem Spielstand jetzt. Nee, ich glaube, eine fehlt doch hier. Oder bin ich blind? Ah, nicht alle. Ich sehe gerade ein paar Posen fehlen mehr. Ich werde jetzt auch nicht sagen, welche es sind. Weil so viel möchte ich jetzt auch nicht euch verraten. Man kann Posen freischalten, die anders aussehen. Ich muss gerade den einen. Wo ist der? Wo ist der? Oh, falscher. Falsches Fenster. So. Ja, wir machen schön Bingo. Oh Gott. Himmel, hör auf. Bitte, das ist grauenvoll. Ja, ich werde im folgenden Part, wie gesagt, da mir aufgefallen ist, warum hatte ich damals das gemacht? Ich hatte Probleme gehabt, da Xenoverse 2 meinen anderen Xenoverse 1 Charakter festgehalten hatte, den ich eigentlich bei meinem Let's Play von Xenoverse 1 eigentlich nicht genutzt hatte, weil er schon da gelöscht wurde. Und da gab es so ein bisschen Komplikationen für mich. Warum ich deswegen auch so ein bisschen tricksen musste, warum ich deswegen auch ein bisschen, wie gesagt, ich sag's ja auch nochmal extra, dass in Xenoverse 2 jetzt meine Aussagen jetzt nicht übereinstimmen mit denen, die ich jetzt mache. Also wie gesagt, nicht irritieren lassen. Da dies ja eine Aufnahme ist. Gab es, glaube ich, Komplikationen mit, ja, genau. Mit ein paar Items, die ich mitnehmen wollte und so. Und die hat es dann nicht geklappt. Und auch, weil, das macht mich jetzt neugierig gerade. Hoffentlich sieht man das jetzt nicht. Ich will mal ganz kurz mal was reinlucken. Ah, okay, die sind auch weg. Selbst auch hier die Ausbilder wurden auch bearbeitet. Und ja, ich habe die auf meinen Main-Charakter, den richtigen Taiko, der den Let's Player aus seinem Unwesen treibt. Er hat alles. Das kann ich euch so viel schon sagen. Er besitzt alles, hat alles, was man kriegen kann. Kann sein, dass jetzt durch den Patch vielleicht so nach dem Jahr, wo ich nicht mehr weitergespielt habe, vielleicht ein paar neue Sachen dazu gekommen. Also ich habe mitbekommen, man kann jetzt ein Maskottchen mit sich rumfliegen lassen. Das ist neu. Das wird übrigens nicht in Let's Play auftauchen. Also sowas ähnliches wie ein, ja, wie heißt der kleine fliegende Kater? So eine Art Pool. Also halt so ein kleines Medicam, was dich hier begleitet auf der Map nur. Ob sie dir jetzt den Kampf mitfolgen, kann ich jetzt auch gerade nicht sagen. Da war nur ein ganz kurzes Reingeguckt, was ich gemacht hatte. Gab halt ein paar kleine gewisse Erneuerungen, ein paar alte Dinge. Genauso auch hier oben. Ich deute nur darauf hin. Was es ist, sage ich nicht. Ich weiß, dass ich seine Parts auch nochmal machen werde. Keine Sorge. Also die es wissen. Nein, ich mache keinen Full. Ich zeige es nur, um zum Reinschnuppern, was es ist. Und weil ich werde mich nur in den Parts nur auf die Story konzentrieren. Ein paar kleine Dinge zeigen, wie mit der Master-Einführung, die werde ich in den Part zeigen. Und ja, lasst euch einfach überraschen, was in den nächsten Parts auf euch zukommt. Wie gesagt, lasst euch nur nicht von meinen Worten in den nächsten Part nur irritieren mit meinem Charakter. Wie gesagt, mein Charakter hier, der eigentlich auch Taiko heißt, ist später Max-Level. Wird richtig heftig drauf sein. Aber da bis dahin sind noch ein paar Parts da noch zwischen. Wie gesagt, tut mir leid wegen dem Part, dass das ein bisschen fehlgeschlagen ist. Das tut mir auch außerordentlich leid. Aber ich werde jetzt hoffen, dass die nächsten Parts alle zeitgemäß immer zwischen Montags und Freitags, 16 Uhr, tauchen sie mal auf. Der Part hier gucke ich gerade auf die Uhr. Das kann sein, der sich jetzt heute ein bisschen verspätet. Aber Hauptsache, ich habe jetzt wieder einen neuen Part, um halt die Playlist zu komplettieren, weil ich möchte, dass nicht mehr das ein Video fehlt.
So. Ich wünsche euch auf jeden Fall für die nächsten Parts viel Spaß. Ich entschuldige mich aber schon im Vorfeld, dass ich habe es selber schon mitgekriegt, dass ich eventuell mit ein paar Parts einfach übertönt werde. Aber über OPS Studio aufzunehmen, ist ein bisschen, sind Welten. Im Gegensatz zu über Camtasia, mit den Nintendo Games und so. Meine, viele würden jetzt sagen, ey, nimm Camtasia doch für die PC Games. Ja. Problem ist aber, dann habt ihr aber ein richtig ekelhaftes Bildwiedergabensystem hier. Sprich, es würde aussehen, als würde ich permanent laggen. Weil Camtasia Problem hat, Spiele auf 60 Hertz aufzunehmen. Das ist das Problem. Er kann nur 30er wiedergeben. Glatt und schön. Nur bei 60, da dreht er durch. Da habe ich Probleme beim Rendern. Das hatte ich damals gehabt, wo ich damals Turok Dynasty Hunter aufgenommen hatte. Da musste ich damals ja ein bisschen umsiedeln mit den PC-Games. Meine schön, dass ich sie aufnehmen kann, aber halt die negative halt an der Sache ist halt, dass diese Rendereien mit den PC-Games halt sehr, 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 sehr viel Zeit brauchen. Ich bin da meistens mal eine Stunde pro Part immer damit dabei zum Rendern. Egal wie lange die Parts sind, es ist immer eine Stunde drinne. Aber gut, ich will jetzt nicht weiter rumlabern. Ich wünsche euch jetzt mit den nächsten Parts viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, die helfen euch ein bisschen bei hier und da, weil ich auch da und hier noch ein paar Tipps geben werde. Und... Ah, ich kann ja nicht fliegen, scheiße. Gewohnheit. Wir hören uns zusammen bei den nächsten Parts von Dragon Ball Xenoverse 2. Viel Spaß, liebe Leute. Bis zum nächsten Tag. Bye, bye und tschüss.